Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier bei Gavatrons. Wo ich im Saturn unterwegs gewesen bin, habe ich mir auch diesen Zombie-Film mitgenommen, den ich noch gar nicht kannte. Redcon 1 Army of the Dead. Hier steht eine blutige, krasse Mischung aus The Rain und 28 Weeks Later von dem Macher von Desperado und Teenage Mutant Ninja Turtles. Und ich mag ja Zombies nicht erst seit The Walking Dead, sondern schon vorher durch Resident Evil, Zombies in Kaufland, The Living of the Dead. Ja, ich mag einfach Zombies. Und ich dachte mir, ich habe mir den Trailer kurz angesehen, sieht ganz nett aus, vielleicht ist er ja gut, kostet nur 12 Euro, nehme ich den mal mit. Ich habe 18 Jahre freigegeben und gibt es auf DVD und Blu-ray. Hier ist die DVD-Fassung, hat diese O-Card-Schuba. Und ja, bin mal gespannt, wie der ist. Spielt in England, Laufzeit 113 Minuten, Bildformat 2,39,1 oder 16:9, Tonformat Deutsch und Englisch, Dolby Digital 5.1 ist das Sound, Untertitel Deutsch, extra im Trailer. Und gepublished wurde das von Koch Media. Und ich glaube, die Regisseure, die das gemacht haben, waren nicht in die Beine. Ich glaube, da war auch jemand dabei, der Sin City 2 gemacht hat. Das habe ich irgendwo eben gelesen. Kommen wir mal raus. Na, kriege ich ihn raus. Naja, keine gut hochwertige Hülle. Boah. Muss ich ein Brecheisen für holen. So, so sieht die normale DVD-Hülle aus, wie dasselbe. Dann haben wir hier die DVD, kein Booklet. Also keine hochwertige Veröffentlichung. O-Card ist zwar nett, aber kein Booklet oder sowas. Die DVD-Hülle hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Aber gut, es gibt Schlechteres. Für 12 Euro habe ich es mal mitgenommen. Bin gespannt, wie der Film ist. Ich hoffe, er gefällt mir. Und ansonsten war es das wieder von mir. Wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu schreiben, wie der ist, wie euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal Zombie-Filme empfehlen. Und ja, Zombieland 2 kommt übrigens bald auch ins Kino. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ja, das war es dann von mir. Schönen Tag. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.